So, guten Morgen und herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Zunächst erstmal, meine Stimme ist immer noch nicht besser, aber ich werde es kurz und schmerzlos durchziehen. Kommen wir deswegen schnell zum DAX und zu der DAX-Liste. Der Volkswagen-Aktie ist definitiv ein Desaster, hat gestern ja nochmal Nachrichten rausgebracht, dass die eventuell an anderen Motoren eine Manipulation haben oder Werte halt an irgendwelchen Dingen geschraubt haben, die nicht legal sind. Und die zieht natürlich die anderen Autowerte erstmal mit runter. Und hier wurde ja die Beiträgermarke erreicht. Gestern war da noch die Trendlinie im Spiel und konnte den Kurs auffangen. Mit dem heutigen Tag ist sozusagen die Aktie unter den Stoppkurs gefallen. Leider. Bei der Daimler-Aktie, die hatte ich ja auch auf dem Radar. Die hat das Gap geschlossen und hat jetzt hier einen Hammer ausgebildet im Tageschart erstmal. Wir sind schon hier auf Xetra unterwegs. Also hier sieht auf alle Fälle das Chartbild noch gut aus. Aber dennoch, in Bezug auf den DAX, ob sich das jetzt eben hält, wenn jetzt der DAX fallen sollte, aber gibt es eben auch noch absolut keine Verkaufssignale. Am saubersten läuft eben der DAX auf Xetra. Wenn die Kursliste jetzt geschlossen wird. Hier sind wir jetzt im 4-Stunden-Chart, eben seit dem 15. Oktober ist der Kurs entlang des Rainbows immer wieder, gab es bullische Abpraller und ist entlang gehangelt. Heute gab es eben nochmal einen Rücksetzer auf das Gap und knapp unterrundert ist wieder eben die Oberkante des Rainbows. Also von der Seite vom 4-Stunden-Chart gibt es weiterhin nicht mal ansatzweise irgendwelche Verkaufssignale. Das jetzt kann man eben auch nochmal zunächst natürlich erstmal bullisch interpretieren, dass er hier abgeprallt ist. Im Stundenchart, da gab es so gut wie gar keinen Kurs unter dem EMA 38. Also und die Wolkenkante hat die auch immer gehalten. Hier ist weiterhin alles noch bullisch. Kommen wir hier noch zu dem Tageschart. Zu dem Trendkanal. Der zeigt jetzt hier halt die Wirkung immer wieder noch und wird es aber nach oben aufgelöst, ist natürlich dann die Marke von 11.185 im Visier. Aber hier könnte sich natürlich jetzt auch etwas Gewinnmitnahmen etwa breit machen, damit der Index wieder auf 10.800 runterfällt. Aber dafür müsste halt der Dow Jones Index genau dieses Cluster eben halten. Gestern ist er direkt ins letzte Widerstandsband gegangen, komplett ausgereizt. Und ab jetzt sollte er das Szenario dann machen. Dennoch sollte man auch im kurzfristigen Zeitfenster eben auf Verkaufssignale achten. Und hier ist eben, nachdem eben hier der Widerstandsbereich am Montag durchbrochen worden ist. Hier gab es eigentlich noch ein schönes Short-Setup. Seitdem ist er long. Da wurde eben die Marke eben hochgesetzt. Ab 17.720 wäre die nächste Chance für die Bären gewesen. Und sonst war das eben alternativ einfach bullish. Hier kann man jetzt so eine Art Wimpel einzeichnen. Aber der normalerweise eben bullisch nach oben aufgelöst wird. Jetzt kann man eben noch auf 1, sage ich mal, für die Bären hoffen, dass es hier einen kleinen Fehlausbruch gibt. Eben auch die 18.000er Marke erreicht wird und dann eben größere Gewinnmitnahmen kommen. Aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik. Also man muss jetzt hier trotzdem auf die Signale achten. Bislang ist auch hier absolut nichts Bärisches zu erkennen, also trendfolgend gibt es keine Verkaufssignale. So, das war's auf die Schnelle.
Ich wünsche allen einen schönen Tag. Bis dann.